Eine Stadt wie Augsburg befindet sich in ständiger Veränderung. Und mit Projekten der Stadtsanierung können wir diese Veränderung aktiv mitgestalten. Und wir probieren dadurch für die Bürger ein lebenswertes Umfeld zu schaffen und auch ein Stück Heimat. Das TIM ist praktisch so etwas wie ein Leuchtturmprojekt gewesen für die städtebauliche Entwicklung des Textilviertels. Wir haben als erste große Baustelle hier das AKS-Gelände geöffnet und dadurch viele andere Bauten und Investitionen nachgezogen. Und das ist natürlich hervorragend für die Entwicklung der Stadt. Es ist das Viertel, das jetzt hier wirklich sehr gut entwickelt, ist eine sehr schöne Arbeitsatmosphäre. Wir haben ja sehr viel Besuch auch von Kollegen aus dem In- und aus dem Ausland und die sind alle neidisch und sind völlig überrascht, was Augsburg denn auch in dieser architektonischen Hinsicht zu bieten hat. Damit die Stadtsanierung auch wirklich erfolgreich ist, es ist ganz entscheidend, dass wir von Anfang an gemeinsam mit den Bürgern das ganze Stadtquartier im Blick haben. Und auch die spätere Umsetzung ist dann eine große Gemeinschaftsaufgabe von den Bürgern, der Stadtverwaltung, der Städtebauförderung, aber natürlich auch privaten Investoren. Und das Textilviertel ist ein tolles Beispiel dafür. Hier sind diese Industriebauten saniert worden und wieder mit Leben gefüllt worden. Hier sind neue Wegeverbindungen entstanden oder der Quartiersplatz, auf dem ich stehe, angelegt worden, der die Moschee, die Kindertagesstätte und den Färberturm miteinander verbindet. Und im Färberturm, das ist so die Kirsche auf dem Kuchen, ist ein ganz tolles Bürgerzentrum in den Turm hineingebaut worden. An der alten Schule in Hochzoll ist etwas Wunderbares Neues entstanden. Hinter historischen Mauern konnten wir einen Begegnungsort für junge Menschen schaffen, nämlich ein Jugendzentrum kombiniert mit einem Jugendcafé. Und das Ganze ist entstanden als Gemeinschaftswerk von Stadt, Bürgerschaft und Träger. Ursprünglich sollte dieses Projekt abgerissen werden. Ich habe einige ältere Hochzoller kennengelernt, die auch hier noch zur Schule gingen. Es war für die Hochzoller auch wichtig, dass dieser Bereich erhalten bleibt. Ich finde auch, oder wir finden auch, dass es gut gelungen ist und wir haben auch enorm Zuspruch bekommen von den Hochzollern. Wir haben mit der alten Schule ein Bildungs- und Begegnungsort für die Generationen geschaffen, die Kinder, Jugendliche und manchmal auch Erwachsene. Als vor rund 20 Jahren die US-Streitkräfte hier die Kasernen verlassen haben, haben sich für die Stadt Augsburg hier einfach riesige Chancen ergeben, in der Rees-Kaserne, in der Sheridan-Kaserne, den Westpark zu etablieren, verschiedene Lebensräume für die Menschen zu öffnen, Wohnen, Gewerbe und Grün zu vereinen. Es ist hier immer wieder Verschiedenes los. Es kommen verschiedene Leute von allen möglichen Altersgruppen. Manche kommen her, um den Skatepark zu nutzen, andere um die Parkanlage außenrum. Es sind immer wieder Leute da, die einfach nur herkommen, um zuzuschauen. Und das ist ganz schön, weil sich verschiedene Communities fast schon zusammentun und hier sammeln. Das ist ein Projekt, was im Rahmen des Programms Soziale Stadt realisiert wurde. Das ist ein Ort für Kommunikation, Begegnung und Kultur. Das ist ein Projekt, was wir selber von unten herauf mit Bürgerinnen und Bürgern aus dem Stadtteil aufgebaut haben. Und so soll und wird dieser Raum auch von Kulturschaffenden, von Initiativen, von engagierten Menschen aus dem Stadtteil und auch darüber hinaus genutzt. Wenn man gemeinschaftlich hier so zehnt, um diesen Küchenblock, der hier in der Mitte auch zu sehen ist, steht und hinterher an der Tafel sitzt, da ist es wunderbar, wie sich da auf einmal über das Kochen, das gemeinsame Essen hinweg, über Generationen und Kulturen hinweg Brücken bauen lassen. Es wird sehr gut angenommen, weil eben es nicht so viele Grünflächen hier gibt. Deswegen finden die Menschen echt toll, dass einfach auch die Oase jetzt für alle Anwohner geöffnet wird. Ich glaube, es kann echt zum großen Vorteil und zum großen Segen für den Stadtteil werden.
wir wohnen ja direkt gegenüber. Wir sind erst direkte Anwohner und Nachbar von der Oase. Für uns ist es fantastisch. Wir können hier, also die Kinder können immer rübergehen zum Spielen. Und ich hoffe jetzt auch über das Gartenprojekt, dass sich auch die ein oder anderen in meinem Alter, in ähnlichen Alter hier mal hertrauen und wir uns kennenlernen. 50 Jahre Städtebauförderung in Augsburg. So lange ist es schon her. Das Ganze begann hier in der Altstadt und hatte in zwei Gebäuden ihren Ursprung. Einmal die Gresslesmühle und die alte Silberschmiede in der Pladergasse. Und Sie sehen im Hintergrund das Rathaus mit dem Elias-Holl-Platz, wo in den letzten Jahren auch umgebaut wurde. Das Ganze war nur möglich durch die Förderung des Freistaat Bayern und durch die Regierung von Schwaben. Und hier sind wir zu großem Dank aus Sicht der Stadt Augsburg verpflichtet. Einer der größten Projekte der Stadtsanierung ist sicherlich der Innenstadtumbau. Viele Augsburger können sich noch gut erinnern, als hier eine dreispurige Straße über den Königsplatz gefahren ist. Und heute sieht man, welche städtebauliche Qualität mit Städtebauförderung tatsächlich zu erreichen ist. Wir sind noch nicht fertig in allen Punkten. Der Fuggerstraße, der Bahnhofstraße müssen noch gebaut werden. Aber wir sind auf einem guten Weg in die Zukunft. Augsburg wächst ja stetig und es wird stetig weiter wachsen. Und wir brauchen Platz für unsere Augsburger und der Platz soll in Auenstetten südwest entstehen. Und es ist uns ganz wichtig dabei, Altauenstetten nicht zu vergessen, sondern Altauenstetten und Auenstetten südwest gemeinsam zu entwickeln. Und so haben wir von Anfang an Experten mit ins Boot geholt, aber natürlich auch den Fokus auf junge, alte Menschen in Beteiligungsworkshops gelegt. Hier geht es tatsächlich für unsere Kinder und Enkelkinder, den Städtebau der Zukunft zu gestalten. Wir freuen uns auf eine spannende Reise.